Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Vorbeugen ist besser als das Nachsehen zu haben. Schön, dass die Opposition diesen Grundsatz der inneren Sicherheit auch mittlerweile in Fleisch und Blut übernommen hat. Wichtig ist bei der Vorbeugung vor allen Dingen der präventive Gedanke, richtig, aber natürlich auch ein repressiver Ansatz, der entsprechende abschreckende Wirkung hat. Und ich möchte deswegen noch mal vor allen Dingen auf ein paar Punkte im Bereich Repression eingehen, die wir, glaube ich, im Bereich innere Sicherheit ausbauen müssen, um hier uns noch besser vor gewaltbereiten Islamisten zu schützen. Dafür ist vor allen Dingen wichtig, nämlich zu prüfen, wer kommt hier nach Europa, wer reist nach Deutschland ein. Denn wir müssen ja klar feststellen, dass die Hälfte, ungefähr jeder zweite Islamist, der in Deutschland lebt, einen ausländischen Pass hat. Deswegen sind folgende Punkte für mich wichtig, die auch dazu beitragen, uns vor gewaltbereiten Islamisten zu schützen. Es geht um ein zentrales Ein- und Ausreisemanagement in der Europäischen Union und im Schengen-Raum. Es geht um eine einheitliche bundesweite Definition des islamistischen Gefährderbegriffs. Und wir müssen vor allen Dingen noch stärker die Nachrichtendienste stützen und ausstatten, damit sie entsprechend die islamistischen Strukturen hier im Inland, aber vor allen Dingen auch in Kooperation mit unseren Partnern im Ausland aufklären können und uns warnen können. Wir beraten morgen in erster Lesung auch die Einführung der Fußfessel für islamistische Gefährder. Auch das ist ein wichtiger Schritt, um den gewaltbereiten Islam entsprechend zu bekämpfen. Dieser Aspekt fehlt leider komplett in Ihrem Antrag. Aber ich darf natürlich auf den Gedanken, den Sie hervorbringen, eingehen. Es geht neben diesen repressiven Maßnahmen, die nötig sind, natürlich auch um Prävention. Und hier verkennen Sie, Frau Mihalic, dass es bereits eine Präventionsstrategie der Bundesregierung im Bereich Extremismus gibt. Dieser Bereich befasst sich vorwiegend natürlich auf den rechts- und religiösen Extremismus. Das begrüße ich nicht immer voll und ganz. Sie kennen meine Position auch im Bereich Linksextremismus. Aber das ist vielleicht Thema für einen anderen Tag und sicherlich die nächste kommende Debatte dazu. Die Koalitionsfraktionen haben seit Sommer 2016 eine einheitliche Extremismusstrategie zusammen mit dem Programm der Länder, der Kommunen und des Bundes zusammengefasst und gebündelt. Denn es ist uns ja wichtig, dass wir die Ressourcen effizient einsetzen, da sind wir ja bei ihm, und wirklich da verhindern, dass weitere gewaltbereite Islamisten hier sich entwickeln und aus unserer Gesellschaft sich heraus etablieren. Und deshalb begrüße ich auch ausdrücklich die Beschlüsse von CDU, CSU und SPD vom 6. Februar 2017 über ein nationales Präventionsprogramm gegen islamistischen Extremismus. Ich empfehle diese Lektüre sehr herzlich. Ich kann sie nachher gerne auch geben. Und da haben wir ganz konkret vier Bereiche und vier Orte definiert, die im Kampf gegen den Islamismus für uns von Bedeutung haben und wo wir ansetzen müssen. Das sind zum einen Kommunen und die dort ansässigen Bildungseinrichtungen, Vereine, Verbände sowie Träger von muslimischen Gemeinden. Das ist zum Zweiten das Internet und die vielfältigen Plattformen, in denen sich radikalisiert wird. Ein dritter Aspekt ist der Strafvollzug und die Bewährungshilfe. Und ein vierter Aspekt ist die Integration durch Beruf und Arbeit. Dieses Programm wird unter Federführung des Innenministeriums und des Familienministeriums entsprechend gesteuert. Und deswegen macht es Ihren Antrag wirklich überflüssig wie einen Kropf. Denn leider muss ich feststellen beim Lesen des Antrages, dass es immer wieder nur in die gleiche eine Richtung geht. Immer mehr Stellen im Sozialbereich, immer wieder mehr Geld. Und meine Damen und Herren, am Geld liegt es nicht. Wir geben bereits als unionsgeführte Bundesregierung 400 Millionen Euro pro Jahr für die allgemeine Extremismusprävention aus. Von einem Geldmangel kann also überhaupt keine Rede sein. Geld auf Probleme zu schmeißen, ist ohnehin nicht alles. Gute Rahmenbedingungen sind meiner Meinung nach vor allen Dingen der effektivere Weg. Das fängt mit einer guten Umgebung für die Integration an. Mit dem neuen Integrationsgesetz sollen gerade bessere Bedingungen für die Integration in unsere Gesellschaft erreicht werden. Und die Menschen, die hier zu uns gekommen sind und hier leben wollen, dürfen wir deswegen nicht von einem Alibi-Programm ins nächste schieben, sondern wer ein Bleiberecht hat, der muss auch konsequent hier integriert werden. Und der schnellste Weg
von Integration ist nun mal durch Arbeit und nicht durch Stuhlkreise mit einem Sozialpädagogen. Und deswegen ist dieser Punkt Integration im Bereich Bekämpfung des islamistischen Extremismus der wichtigste. Integration ist nämlich die beste Prävention gegen den islamistischen Extremismus. Und die bereits integrierten Muslime müssen meiner Meinung nach auch ganz deutlich klare Zeichen gegen Islamisten setzen. Sie müssen sich sichtbar und hörbar von Gewalt und Extremismus distanzieren, damit sie auch nicht in den Verruf kommen, hier diesen Terrorismus zu unterstützen. Und das ist wichtig für die Einheit und die Einheit in unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, weiße Salbe wie Ihren Antrag müssen wir nicht beschließen. Das Programm der Bundesregierung gebündelt mit Ländern, Kommunen in Verbindung mit dem in Vorbereitung befindlichen Papier bzw. dessen Umsetzung ist der nächste richtige Schritt, um den gewaltbereiten Islamismus in Deutschland zu bekämpfen. Vielen Dank. Herr Kollege Wendt, gestalten Sie zum Abschluss Ihrer Redezeit noch eine Zwischenfrage der Kollegin Brandner. Gerne. 10 Sekunden noch. Mich aber schon, da war gerade nur der Wechsel, aber danke, dass Sie die Frage zulassen. Ich würde gerne zurückweisen, wie Sie gerade über die Präventionsarbeit vor Ort gesprochen haben. Sie haben gesagt, Sozialarbeiter mit Stuhlkreis. Das finde ich, das unterstellt etwas und macht diese Arbeit, die vor Ort geleistet wird, die ja für uns alle hier essentiell ist, dass die Präventionsarbeit vor Ort klappt und Sie die hier so diskreditieren, als dass Sie das abtun als eine Stuhlkreisarbeit. Das finde ich unterirdisch für jemanden, der die Sicherheit dieses Landes als Ziel hat. Und offensichtlich wissen Sie nicht, wovon Sie sprechen, sonst würden Sie nicht so reden. Deswegen meine Frage an Sie, an wie vielen dieser Orten waren Sie denn schon, wo diese Arbeit geleistet wird? Und warum diskreditieren Sie diese Arbeit so? Meines Erachtens, also erstens auch Ihre Frage ganz konkret, ja, ich habe diese Orte selber besucht. Bei mir im Wahlkreis gibt es auch ein entsprechendes Programm, Demokratie leben, Demografieren, mit entsprechend 100.000 Euro wird das umgesetzt in unserem Landkreis. Ich finde diesen Aspekt auch wichtig. Aber in Ihrem Antrag fordern Sie nur diesen einen Aspekt noch mehr aufzutun und noch mehr zu erhöhen. Und wir möchten einen zusätzlichen weiteren Weg gehen, neben dieser Sozialarbeit, dass wir entsprechend dazu aufrufen, in die Integration durch Arbeit vor allen Dingen zu gehen und damit den Weg der Radikalisierung zu verschließen. Und das Wichtige ist ja, dass wir die Menschen, die hier leben und die vielleicht in der Gefahr sind, auch abzudriften, eventuell in extremistische Strömungen, dass wir entsprechend sie in der normalen Alltagsumgebung in der Gesellschaft auffangen und kennenlernen und nicht versuchen, parallele gesellschaftliche Strukturen zu schaffen. Und die beste Umgebung, aus meiner Sicht auch gerade im ländlichen Raum, ist die Integration in Arbeit, in den Sportverein, in die örtliche Feuerwehr. Dann kann man, wie auch die Erfahrung zeigt, im Bereich Rechts- und Linksextremismus am besten diesem Problem Herr werden. So, nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla Jeltke, Fraktion Die Linke.